So, Hallöchen, Leute. Ich habe mich jetzt versucht, ein bisschen zu sammeln. Es hat nicht wirklich geklappt. Ich bin immer noch total durch den Wind. Ich bin absolut sprachlos. Das ist. Ich hätte es nicht erwartet, dass diese Quest so gut wird. Überhaupt nicht. Ich bin, wie gesagt, total sprachlos. Es ist großartig, wie sie das umgesetzt haben. Und ich möchte ja eigentlich nicht sagen, hey, ich hab's gesagt, aber ich muss jetzt einfach mal sagen, yo, ich hab's euch gesagt. So wird's ausgehen. Und nein, ich wusste es nicht vorher. Es gibt so viele Fragen, die jetzt offen sind. Was passiert mit dem Mond? Ist der Mond jetzt irgendwie raus aus dem Void? Ja, was passiert mit Papa Lotus? Ist der jetzt irgendwie kaputt, weil das komische Schwertdings, was der Stalker da hatte, das hat jetzt in meinem Fall halt meine Mirage ja zerstört. Ist er jetzt kaputt? Ist er nicht kaputt? Kommt er wieder? Was macht Alad wie? Ist er weiter am Rumnerven? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich bin auf jeden Fall absolut gespannt, wie es weitergehen wird. Ich bin sprachlos. Es ist so toll gewesen. So atemberaubend. Und ich habe versucht, also jetzt in den ganzen Aufnahmen von der Quest, so viel wie möglich halt nicht zu sprechen, dass ich halt die Erfahrung ja für euch halt rüberbringen kann. Dass ich halt natürlich nicht quatsche, wenn während die anderen da quatschen und so weiter und so fort, und habe auch versucht, ja halt das, wie man das halt so macht als Let's Player, halt nicht dazwischen zu quatschen, die Immersion, die Erfahrung zu zerstören. Denn ich finde, das ist sowas von absolut nervig, wenn die da reden und dann kommen da irgendwie so blöde Sprüche, so, Lotus hat Brüste. Oh, könnte ich Leute echt erschlagen für. Das macht's so kaputt und deswegen waren die Episoden halt so, dass ich wenig gesprochen habe. Dass ich da am Ende jetzt nun so einen leichten Rager hatte, das ist halt, ja, keine Ahnung. Dafür entschuldige ich mich nochmal, das war doof und das hätte nicht sein sollen. Dafür nochmal eine Entschuldigung. Ja, wir sind durch mit der Quest. Wir haben unseren Operator, oder wir sind ja der Operator. Wir haben Skill Trees. Ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich würde am liebsten, ja, ich nicht nur am liebsten, sondern was haltet ihr von der Quest? Schreibt es mir in die Kommentare, lasst uns darüber sprechen. Ich freue mich tierisch darauf, ja, mit euch Tenno, darüber a zu new alert quatschen. has begun. It will be marked on navigation. Danke, Lotus. Ich hoffe, dass ich es irgendwie keine Ahnung, ein paar Stunden überwunden habe und dann Ordis irgendwie. thought the orbiter compartment was much larger than this. Ja, Ordis, das wird es auch sicherlich sein. Denn wir haben ja hier drüben, so mal wieder Hände an die Tastatur und an die Maus. Wir haben ja da noch eine Tür und da noch eine Tür. Dann schauen wir mal, was da so abgeht. Ja, auf jeden Fall. Oh, jetzt, wo ich das hier gerade sehe, das hat irgendwie doch sehr Ähnlichkeiten mit so einem Reaper. Irgendwie so ein bisschen. Naja, egal. Gut, ja. Second Dream Quest. Wie gesagt, ich bin sprachlos, ich bin absolut hin und weg. Wenn ich sie nochmal machen könnte, würde ich es tun. Ja, schreibt es mir in die Kommentare, was ihr davon haltet.
Wie immer danke ich euch ganz, ganz herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Alles Gute. Bleibt cremig und fluffig und so weiter und so fort. Mein Name ist der sprachlose Taladir. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.